Morgen, Jungs. Herzlich willkommen. Ali, hallo. Stopp. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Wir haben es 22.30 Uhr. Herzlich willkommen. Freitag, der 19.08.2022. Heute mit dem Thema Absage. Was hat das zu bedeuten? Was hat diese Absage heute zu bedeuten? Pass auf. Also, ich möchte was erzählen zum BVB, zu Borussia Dortmund. Ich möchte was erzählen zu Cristiano Ronaldo. Denn es ist genauso gelaufen wie beim FC Bayern München auch. Ronaldo hat sich angeboten und es wurde ihm eine Absage erteilt von einem weiteren deutschen Club. Erst war es die Nummer 1, der FC Bayern, jetzt die Nummer 2 in Deutschland. Auch nicht mehr gut genug für Cristiano Ronaldo. Oder andersrum, Ronaldo nicht mehr gut genug für diese beiden Clubs. Okay. Da denkt man sich auch, was ist da denn los? Das Ding ist, ich denke mal, finanziell, ich habe es schon angesprochen, wird das halt nichts werden, finanziell. Das klappt nicht, Punkt, aus, fertig. Finanziell können die das nicht stemmen, ne? Wie auch weder Bayern noch Dortmund können wahrscheinlich das Gehalt zahlen, was United zahlt. Absage wurde erteilt mit ähnlichen Worten. Sie würden Cristiano Ronaldo sehr, sehr schätzen und so weiter. Das hat bei Bayern genauso Oli Kahn gesagt. Jetzt Watzke ebenfalls. Sie schätzen den CR7 sehr, aber er würde die Mannschaft irgendwie nicht weiterhelfen. Er passt nicht ins Konzept. So, das ist immer so eine schöne Formulierung. Er passt nicht ins Konzept. Und das ist natürlich... das ist natürlich nicht so schön für CR7. Was aber wiederum so ein bisschen Aufschwung gibt bei Manchester United. Und das könnte dann tatsächlich doch sein, dass Ronaldo da bleiben wird, weil es gibt erstmal keine Vereine, wo er hinwechseln könnte. Das ist schon mal richtig. Nummer 2. Man United will sich, und das machen sie auch, die verstärken sich richtig gut im Mittelfeld, in der Verteidigung, die verstärken sich und verstärken sich und verstärken sich. Ich habe es schon mal angesprochen, das klappt halt meistens nicht, das bringt halt meistens nichts, diese Verstärkung. Trotzdem tun sie es. Es kommt der nächste Star aus Madrid, Casemiro wechselt zu Real. Also nee, von Real zu Man U, sorry. Casemiro? Ich habe ihn auch in meiner Mannschaft drin, ich sehe ihn jetzt gerade. Absolute Legende im Mittelfeld mit Groß, mit Modric. Die haben ein so geniales Trio gebildet. Jetzt Eriksen neu, Casemiro neu, Pogba ist weg, okay. Aber die haben ja trotzdem keine schlechten Leute da stehen im Mittelfeld. Und es ist halt echt puh. Also Casemiro auch noch dahin gewechselt. Für Real, finde ich, ist es ein schwerer Verlust. Er wollte was Neues machen, ist auch in Ordnung. Ich glaube auch, dass Casemiro von der Physis sehr, sehr gut reinpasst in die Premier League. Die haben jetzt den dritten Realspieler, ne, aus dieser glorreichen Zeit. Casemiro, Varane, Cristiano Ronaldo. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird. Ten Hag hat aber noch einiges da zu tun. Also die holen sich neue Kräfte daran und das irgendwie so richtig funktionieren soll es halt noch nicht. Ja. Ganz einfach. Ist so. Okay, da wir heute tatsächlich ein bisschen Zeitmangel haben, ich gucke einmal ganz schnell durch, was am heutigen Tag noch so passiert ist. Bundesliga findet aktuell statt, okay, die zweite Liga mit Darmstadt und dem HSV, genauso wie 96 und Magdeburg. Gladbach-Hertha, 1-0, auch schön. Schiebhätte kommen. Warum du verwundet bist, kannst du gleich gerne nochmal kurz reinschreiben. Ich gucke eben kurz drauf, was haben wir noch außer Scholz und dieser Steuerhinterziehungsaffäre damals als Hamburger Bürgermeister. Gibt es noch irgendwelche anderen interessanten Sachen, die heute so passiert sind? Nee, ne? Ja, Scholz, als Bürgermeister von Hamburg soll der irgendwas vertuscht haben. Scholz weiß von nichts, er kann sich nicht erinnern, er hat keine Ahnung an die genauen Gesprächsdetails. Kanzler Scholz in so einer Steueraffäre, nicht ganz so gut. Wir schauen mal, was dabei rumkommt. Die Anhörungen sind jetzt demnächst. Und dann gucken wir mal, ob der Kanzler vielleicht einer großen Bank, einer großen Hamburger Bank geholfen hat, dabei Steuern zu hinterziehen. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Wir sehen uns gleich drüben wieder. Ich habe in FIFA noch gar nicht reingeschaut. Liegt daran, dass wir es jetzt 22:30 haben. Und ich heute mit einer Stunde Verspätung auf jeden Fall hier reinstarte. Sorry dafür. Aber manchmal ist halt manchmal scheiße, ne? Passiert halt manchmal, ist so. Ich guck gleich mal rein in FIFA und schau mir das dann mal an, was da so neu gekommen ist. Und was nicht. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming.
Hallo! Hornigsty kommt nämlich gleich von Le Pi. Hallo. So, pass auf. Franz Karl 96, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, ich hab, oder du hast ja gefragt, hier, wie heißt das Spiel? Fall Guys oder ähnliche Sachen. Ich hab mich gerade erst hier an den Dings gesetzt, an den Schreibtisch. Ich spiele jetzt ein bisschen FIFA. Ich muss morgen früh wie immer arbeiten. Wir müssen das leider verschieben jetzt. Ich bin auch vor, weiß ich nicht, 10 Minuten, vor einer Viertelstunde erst nach Hause gekommen. Und da wäre natürlich dann schwierig gewesen mit einer Runde Dings. Gegebenenfalls kann man aber auch, mit Nego habe ich das auch schon mal gespielt, Fall Guys. Ist in Ordnung, das Game. Ich bin Level 4 oder so, 5. Wir machen das aber bestimmt irgendwann mal, Fall Guys spielen. Und ins Gym ist auch schwierig, wie gesagt, ich muss arbeiten. Ganz einfach, strikt am Wochenende. Und dann wird's ein bisschen schwierig. Wir kriegen das alles hin. Nur es ist terminlich immer echt scheiße. Weil, das ist auch so ein Teufelskreis bei mir. Jetzt bin ich ja wieder lange wach, muss morgen wieder früh aufstehen und hole dann den Schlaf immer nachmittags nach. Diesen Schlaf hole ich nachmittags nach. Und der geht dann meist bis abends. Und dann kann ich aber in dem Zyklus wieder, bleibe ich wieder sehr lange wach, weil ich ja geschlafen habe. Und das ist so ein ganz dummer Teufelskreis. Mit dem Schlaf und Arbeitsrhythmus. Aber gut, was will man machen? Ich würde erstmal Jens tatsächlich, weil ich eigentlich nicht wirklich Zeit habe an dem Wochenende, erstmal hat er alles absagen. Aber wenn ich frei habe, dann können wir das trotzdem gerne mal machen. Ne? Das ist das Ding. Ich wäre auch heute eher gekommen, aber auch da zeitlich wieder. So, Schieper, was ist da jetzt passiert? Ein 10x85 Plus wird geöffnet und Sergio Ramos ist 88er wurde angezeigt. Ah! Also das heißt, es gibt die Shapeshifter-Karte nicht mehr, oder was? Super! Honestly von Lil Peep. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann kein Englisch, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auch das muss ich jetzt machen. Was haben wir denn hier? Pre-Season 100. Eriksen und Nunes. Einer von den beiden kriegt was? 97? Just for you. Die Karten, die ab 19 Uhr, was sind denn das für Karten, die drin sein sollten? Ich mache jetzt erstmal meine Sets. 10 mal 5 machen und so weiter und dann gucken wir, ob ich noch ein WL-Game machen kann oder eben nicht. Ah, wow. Ich kann jetzt schon SBCs machen für FIFA 23. Preseason SBCs. Ist ja mega nice. Ich hab richtig Bock drauf. Die Preseason-Spieler muss man machen. Ja, aber muss ich machen. Muss man unbedingt, muss ich das mitnehmen, weil 23 soll ja, geht's ja dann auch wieder los, ne? Da geht's ja wieder rund dann. Tavernier, Verratti. Aber was ist das jetzt genau? Was sind jetzt hier die Preseason-Spieler? Ich habe die jetzt noch nicht so ganz gesehen. Und welche sind das? Dembélé oder was? Oder welche sind das? Showdown nicht.
Welche sind denn die Preseason-Spieler? Oder sind die noch gar nicht da? Kann natürlich auch sein. Just for you. Die Karten, die man ziehen kann. Dankeschön, Piep. Aber ich kann hier nicht alles gleichzeitig machen, Jungs. Ich kann hier nicht alles gleichzeitig machen. Es geht nicht. Okay, pass auf, Schieber. Ich muss ganz, ich habe ein absolutes Brett vor. Ich verstehe nichts, ist aber auch nicht schlimm. Ich mache das irgendwann, wenn ich da mal Zeit für habe, steigere ich mich da rein in irgendwelche Preseason-Karten. Ich habe da irgendwie gerade habe ich ein. Sieht man das nicht, das Brett? Das Brett müsste eigentlich den ganzen Bildschirm verdecken. So groß ist das Brett vor meinem Kopf. Machen wir lauter.
bestimmt noch. Und ja. Sorry. Lukaku kam auch als 95er Karte. Was hat der denn gerissen? Gar nicht mehr so viel. Ja, wir sind qualifiziert. Jo. Alles klar. Run away forever, let's just. Ich sehe gerade, mein Franck Ribéry ist seit gestern ein bisschen teurer geworden. Für wie viel habe ich den gekauft? Für 180 oder so, ne? Ribéry? 180 gestern gekauft, heute einen Wert von 212.000. Das ist doch mal was, oder nicht? Hä? Das ist Trading. Jawoll! 30k plus gemacht. Und Benzema bei 109. Wie geil. Benzema muss ich unbedingt wieder kaufen. Wobei, wenn ich Lewandowski dann als SBC abschließen werde demnächst, dann spielen wir Lewandowski und Ribéry in einer Mannschaft. Das wird gut werden. Spiel Nummer 1 am heutigen Abend. Oh, auch gegen CR7. Boah, der hat ja eine geile Mannschaft. Black Jeans and a black Jeep. And I got a couple black girls off me. And I got a couple white girls off me. And I got a couple type girls off me. Hey, red black jeans and a all black Jeep. Das ist big, oder? Also so, es ist schon 30k zu dem aktuellen Zeitpunkt nochmal plus zu machen, ist schon gut. Gut, klar, hätte ich natürlich auch bei Benzema, ne, hätte ich nochmal 10k draufpacken. Also hätten wir 10.000 Münzen minus, weniger minus gemacht. Dann wären es nur noch 2,7. Ja, nicht ganz. 2,69 Millionen wären es dann nur noch Verlust gewesen, statt 2,7. Das ist natürlich bitter. Weil da die 10k nicht noch mitgenommen haben. Benzema, 2,7 Millionen Münzen Verlust. Das muss auch erstmal, das muss erstmal einer zählen. Ronaldo, erste Schocks. Erstes Tor in der 6 Minuten. 1:0 CSI. Boom. Okay. Ich bin gespannt, wie Ribéry hier performen wird, vor allem in der Weekend League. Gestern ja die ersten 2-3 Spiele mit dem gemacht. Das ist eine gute Karte. Ich habe den im Draft gespielt. Der ging richtig ab. Vielleicht aber auch, weil er da so der eine Topstar war. Und das ist natürlich auch schon ein paar Monate her. Da war der schon relativ, oder war der relativ frisch raus. Direkt an dem Abend sogar. Als er in den Sets kam, habe ich Foot Draft gespielt und Ribéry war dabei. Und da war das natürlich eine sowas von gute Karte. Griezmann. Ja, läuft weg vom Ball, weil er weiß, war abseits. Okay. Voilà, wo spielt ihr denn hin, Lahm? Ribéry, wo ist denn Ronaldo? Wo ist er denn? Ja, der hätte rüber gespielt, jetzt demnächst dann. Jetzt Ping-Pong gemacht. Mané, die Goldkarte. Geht trotzdem vorbei an Casemiro. Cornet.
Oh. Oh, 2-0. Paris! Ja, da wäre es was gewesen, das erste Tor. Aber die haben schon gute Laufwege vorne. Ne? Ribéry, Griezmann mit Cristiano Ronaldo. Die haben schon gute Laufwege in die Tiefe. Das gefällt mir. Bale, das ist deiner. Ne? Da muss er raus. Da muss er ran. Da muss er hin. So, Ronaldo. Ribéry läuft. Auf der anderen Seite ist Griezmann. Ja, guter äußere Schuss. Zweite Chance, Casemiro. Ecke. Frank. Auf Rafael Varane. Oh, der ist gefährlich. Ribéry. Ronaldo kommt nicht dran. Nach der Verlängerung oder Kopfballversuch von Antoine Griezmann. Ist in Ordnung. Cornet. Tierney. Ja gut, du musst wirklich sagen, also in seiner Mannschaft ist ein Goldspieler drin. Ne? Erste WL-Game. Das ist noch alles relativ human. Am Ende wird es immer sehr kribbelig. Wenn wir dann gegen eigentlich gleich starke Gegner spielen und meistens unsere Chancen nicht nutzen, dann wird's immer richtig spannend. Dann geht die Sonne auf. Ronaldo, durch, kein Abseits. Ronaldo auf dem Weg zum 2, nein, zum 3 zu 0. Alisson Becker. Ich kann ganz schwer verstehen, wie so ein Lupfer, wenn man vor allem auch so viel Zeit hat, wie der tatsächlich so schlecht durchgeführt wird, diese Lupfer. Ich kann es ganz schlecht verstehen. Griezmann! Abseits war's. Kein 3-0. Twitch Tobi. Rated mit einer Gruppe. Vielen Dank dafür. Twitch Tobi, sehr, sehr nett. Danke, danke. Und natürlich jetzt willkommen. Halbzeit. 2-0 Führung, relativ solides Spiel. Wir machen weiter. Tobi, herzlich willkommen. Schönen guten Abend und Paddy auch. Soweit ist alles, ich sage jetzt mal, in Ordnung. Ist jetzt nicht die absolut überschwänglichste Stimmung hier heute, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich schlecht gelaunt wäre. Alles in Ordnung. Normal. Halbzeit 2. Der alltägliche Trott. Gündogan, die Goldkarte. Was kann er? Was hat er drauf, Ilkay? Ilkay Gündogan übrigens, sehr interessante Sache, ist jetzt mittlerweile Kapitän bei Manchester City geworden. Ne? Also, das ist so einer der Spieler, die am längsten bei City sind. Der wurde gewählt von den Mitspielern auch zum Kapitän, nachdem Fernandinho jetzt aufgehört hat. Bei City ist für den deutschen Ilkay Gündogan, ich finde, das ist eine große Ehre bei City. Das ist als Kapitän, das kann sich sehen lassen. Herzlichen Glückwunsch an Gündogan. Seit 2015, glaube ich, da, ne? Oder 14?
irgendwann so nach der glorreichen CL-Zeit von Dortmund ist er dann rübergewechselt. Oder 13 schon? Nee, ich glaube 14, 15. So in dem Dreh. Hat er sich verdient, egal. Das hier ist, Quali haben wir schon durch, das ist die ganz normale Weekend League. Das erste Spiel, was ich spiele in der Weekend League. Ja, ist, also das ist ein Gegner, der hat irgendwie 3 Goldkarten hier drin. Ich habe es ja erwähnt, den goldenen Gündogan. Ich weiß jetzt nicht. Ob das jetzt so die Herausforderung ist. 2-0 ist jetzt keine grandiose Leistung hier. Aber wir spielen den Stiefel, denke ich mal, relativ souverän runter. Casemiro noch mit Weitschuss. Alisson Becker hat einige Bälle schon gut gehalten. Das Spiel ist in Ordnung. Klar kann man noch eine Schippe drauflegen, aber ich denke mal, wir müssen jetzt hier den Gegner auch nicht unbedingt an die Wand spielen. Ich verfolge jetzt einfach mal das Spiel nach dem Motto, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja. Kräfte sparen. Weil da auch echt offensiv, ja, also ganz wenig kommt vom Gegner. Ganz wenig. Wenig. Ronaldo. Jetzt war es 3-0. 60. Minute. An sich hat er gar nicht so viel. So viel Chance. Prinzipiell könnte das Spiel natürlich auch vorzeitig beenden, der Gegner. Das ist richtig. Ronaldo, auch den hat er in seinem Team. Gar nicht so viel gesehen vom CR7. Lahm, links ist Bale, in der Mitte ist Ribery. Die Abwehr sehr, sehr, sehr weit weg von Ribery. Griezmann und Co. Cancelo. Wir können ja wirklich wie im Handball hier uns den Ball um den 16 rumspielen hier. Also, das ist ja. Wow. So viel Freiräume. Dann spielt er ihn mir zurück in den Fuß. Ronaldo, Hattrick. 4-0. Das ist wenig, das ist sehr wenig bisher. Und er geht auch raus. Erster Sieg eingetütet. Absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Griezmann, Tor gemacht, Ronaldo, Bale 2 vor. Guck mal, Bale, das spielt hinter Ribery. Bale spielt als linker Außenbahnspieler hinter Franck Ribery. Und er bereitet einfach 2 Tore vor. Und Ribery ist offensiver unterwegs. Eine Torbeteiligung. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ribery ein schlechtes Spiel gemacht hat. Das hat er nämlich nicht. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Trotzdem. Gareth Bale deutlich aufmerksamer. Oder, wie sagt man das? Deutlich aktiver im Spielgeschehen mit was weiß ich. Irgendwie so. So, nächstes Spiel. Ja, ist natürlich der Ramos-Shapeshifter auch wieder gestiegen, ne? Gut, 135 hat, das ist jetzt auch nicht die Welt. Den wollte ich auch immer mal wieder mit reingebracht haben in die Mannschaft. Warum machen wir das denn nicht? So. Viel Bundesliga, ein bisschen Serie A. Okay. Schau mal. Halbzeit. Ne, ja, Halbzeit 1 und Spiel Nummer 2. So ist richtig. Casemiro. Sehr interessant, ne? Wie United da sich die alte Realmannschaft zusammenkaufen will. Und es ist trotzdem, die haben Sancho, die haben Rashford, Ronaldo, Casemiro, De Gea, Varane. Und es ist trotzdem, wird es irgendwie nix. Es ist unfassbar. Eriksen. Ey, die kaufen ein und sind letzte in der Premier League. Ist ja unfassbar. Manchester United. Hilfe. Oh, der soll rübergehen zu Franck Ribery.
Wer steht denn da hinten noch? Was macht denn der da? Casemiro, was machst du da? Warum hat denn der Giorgio Chiellini das Abseits da so aufgehoben? Boah, Lewandowski! Wie geht der denn hier durch? 99er Karte bald. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Ich hätte die sehr gerne. Ribéry, Lewandowski, das wird bald ein gutes Duo werden bei mir vorne im Sturm. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann macht es bestimmt auch wieder Spaß. Dann macht es bestimmt auch wieder Spaß. Dann haben wir wieder viel Ex-München dabei. Lahm noch dazu. Vielleicht nochmal Coman, Davis. Ja, ja. Dann haben wir wieder viel München dabei. Guter Ball auf Franck Ribéry, der setzt sich durch. Ribéry. Hinten ist Griezmann. Schade. Schade, Ribéry, Versuch Nummer 2. Der so einen guten Antritt hat, ne, dieser Frau. Dieses enge Dribbling. Fällt unheimlich gut hier. Cordoba klärt zur Ecke. Ribéry auf Varane. Drüber. Jetzt Ribéry. Ronaldo mit dem Fallrückzieher. Neuer ist da. Na gut, der war natürlich auch nicht so platziert. Sané, Ballverlust. Okay, Gareth Bale, interessanter Trick. Das klappt sogar. Nochmal. Ribéry. So, ruhig mit der Pille. Da ist Ronaldo! 1-0. Sieg Nummer 2. Cool. Ich fand gar nicht, dass wir so haushoch dominiert haben. Haben wir eigentlich nicht, aber... Trotzdem hat das 1-0 jetzt für ihn auf jeden Fall schon gereicht. Um diese Partie davor zeige ich auch zu beenden. Er ist sogar mehr erwartet hoch als wir. Oh Mann. Zwei Aufgaben. Was haben wir denn abgeschlossen hier bitte für Aufgaben? Super. Ich kann eh keine Sets öffnen jetzt gerade. Warm-up-Challenge. 10, 25, ah, okay. Aber die kriege ich jetzt nicht in dem neuen FIFA, ja? Die 10x85 plus. Ich glaub's nicht. Okay, die machen wir, mach ich gleich auch noch. Ich mache jetzt noch ein Spiel und dann muss ich auch unbedingt auch diese Warm-up-Challenge machen, weil... Es bringt mir was im neuen FIFA-Teil. Das muss man unbedingt gemacht haben. Das wäre ja Quatsch, wenn ich. Wirklich großer Quatsch. Ich weiß zwar nicht genau, was man dann dort bekommt im neuen Teil. Wahrscheinlich ein Bronze-Set, kriegst du geschenkt. Hey. Aber besser als nichts, ne? Pre-Season 100. Also, die sind. Jetzt sind wirklich alle Spieler drin, ne? Pre-Season Gruppe 1 Spieler, ja. Ginola, Mbappé, alle guten. Nächstes WL-Game. Hm.
kann die Sprite ja gar nicht erkennen, fällt mir auf. Upsi. Kommt das denn? Oh, der hat ein paar gute Karten. Die Dola mal gesehen haben, gesehen zu haben und Ronaldo, R9. Spiel Nummer 3. Ronaldo, Ribery, Joao Cancelo. Ja, wohin soll der Ball denn gehen? Ribery, boah, das ist halt dieses richtig gute Dribbling, was er immer wieder an den Tag legt. Ja, ist kein Fall von Casemiro. Ist ja gut. Ist in Ordnung, Gareth Bale. Bale. Wo ist Ronaldo? Oh, warum lässt er den denn durch? Zieh sie mal einen Fuß rein. Was ist das denn für ein Quatsch? Was macht denn jetzt Varane da vorne? Ronaldo mit dem linken Schlappen drüber. Jungs, hallo, bleibt mal alle ganz locker. Varane sprintet auf einmal aus der Innenverteidigung mit nach vorne. Ronaldo hält den Fuß nicht rein. Kurios, kurios. Warum lässt er denn den Ball durch? Ey, der war perfekt gespielt zu CR7. Und er stand in der perfekten Position. Ich weiß gar nicht, wo, was der, was macht er denn davor? Es kann niemand in einer besseren Position stehen als er. Es geht nicht. Oh, Bale bleibt am Ball. Ronaldo. Oh, und dann ist Hakimi halt aufmerksam. Stark, Casemiro. Bellt den Ball aber nicht. Jetzt ist er wieder da. Gut gemacht. Foulspiel, der Schiedsrichter. Wir nehmen den Freistoß mit. Und er wird ausführen von Ribery. Franck Ribery ins Tor gesetzt. Gut. 30 Minuten rum. Also das ist tatsächlich, die Gegner sind chronologisch, haben die sich gesteigert. Der erste war natürlich absolut. Ich konnte in die Tonne treten. Der zweite war in Ordnung, hat schnell gequittet. Der Gegner hält einigermaßen gut mit. Trotzdem ist es nicht so, dass wir jetzt hier keine Chancen hätten. Von daher machen wir hier einfach mal
weiter. Sehr gut. Sehr gut durch die Beine gelassen. Das Ding ist jetzt, wo ist Ronaldo? Wir können hier keinen hohen Ball auf Ribéry bringen. Mann, ey. Ja, und Ribéry flach zu anzuspielen ist auch relativ unmöglich, weil er sich da halt hinter dem Gegenspieler noch versteckt. Boah, Ginola. Hilfe. Kommen bei Frank. Messi, Modric. Ronaldinho. Passt genau in die Füße von Varane. Sehr guter Ball. Sehr, sehr guter Ball. Ribéry. Und den hätte man eigentlich reinschießen können schon. Nochmal Ronaldo. Fallrückzieher neben Tor. Ich glaube, den hätten wir... Den hätte Griezmann versuchen sollen, direkt ins Tor zu schießen und nicht nochmal in die Mitte. Ich glaube, das hätte funktioniert. Ich glaube, der wäre reingegangen. Scheiße. Zur Halbzeit. Klingt aber gar nicht danach. Das Spiel ist eigentlich deutlich besser, als es das Ergebnis zumindest widerspiegelt. Ja. Nochmal eben bitte. Null. Haben wir beide 0? Oh, ja, ja, wir haben beide 0,7. Das ist ja schön. Ja, hätte Ronaldo einfach mal den Fuß da hingehalten und den Fall vielleicht. Ne? Aufs Tor gebracht. Der hat halt einen Schuss gehabt. Joran FC. Halbzeit 2. Okay, den müssen wir mal Bell schießen lassen. Den müssen wir mal Bell schießen lassen. Schade. Die Präzision hat leider noch ein bisschen gefehlt. Schwierig anzuschützen bei solchen, die so halb rechts, halb links sind. Den Winkel. Schwierig anzuschätzen. Herr Schiedsrichter, das ist doch kein Foul. Bitte Sie. Oh. Das geht fix. Und weg damit. Ronaldo. Casemiro, Lahm. Cancelo. Oh. Das war eigentlich stark von Marcello. Ja, Donnarumma ist da. Ja, hat er gut gemacht. Donnarumma hat halt mit einem Abschluss vorher schon gerechnet. Pfosten. Was ist denn jetzt hier los? Lahm mit einem Konter.
Lahm und Gareth Bale. Und der ist schnell, der kann kontern. Gegen Hakimi, geht da. Ey! Der kann doch physisch was, der Gareth Bale. Nee, 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 nee. Stopp, 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 stopp. Das verstehe ich nicht. Die sind beide gleich schnell. Aber Bale ist physisch stärker als ein Hakimi. Vorbeiziehen, wie damals an Marc Bartra. Nächste Lattenflacher. Was ist denn jetzt hier los? Wie kommt denn der hier aus der Halbzeit raus? Cancelo. Mit Tempo. Ganz weit hinten ist Ronaldo und der wird nicht ankommen, oder doch? Ja, trotzdem. Der ist wirklich echt unter Druck, ne? Nicht nur so ein bisschen, sondern ganz schön unter Druck. Muss mal wechseln in der Schiedsrichter. Ribéry, Querpass auf Griezmann. Ja, der macht das gut. Sehr gut weitergeleitet. Und da ist Griezmann schon wieder. Na komm, Jungs. Ey, ran. So die Bälle holen. Ja, wir brauchen hier was. Wir brauchen auf jeden Fall einen Wechsel. So, Ronaldo verlässt die Partie. Es kommt Neymar vorne noch rein. Und links bringen wir Fonzie Davis. An sich auch eine coole Dreierreihe. Ribéry, Neymar und Griezmann. Kann mich jetzt so erstmal gar nichts großartig gegen sagen. Finde ich in Ordnung. Jetzt von den Namen her. Wie die untereinander harmonieren. Boah, ist das ein lautes Fallkonzert. Warum wird denn da so gegen Gigi Donnarumma gefilmt? Deswegen wird er ausgeschüttet. Was ist das denn jetzt? Und Varane steht da. Ey, Jungs, konzentriert euch da hinten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Fonzie Davis. Ja, geh vorbei, geh vorbei. Das macht er gut. Da ist Ribéry. Und da ist Griezmann. Und der Ball liegt tatsächlich im Tor in der 80. Minute. Oh, ey. Warum straight das Gegentor? Warum direkt so eine Lücke? Zwei Minuten später direkt wieder der Ausgleich. Das darf nicht sein. Natürlich ist es nicht ganz verdient gewesen, dass wir das Tor geschossen haben, aber wir können doch nicht direkt wieder an. Direkt nach dem Anstoß in der Lücke. Wow. Und der Gegner wird nochmal kommen. Ist an sich echt gut dabei. Naja, gut sonst. Ja,
Ach komm. Und ja, nach vorne, ne?
Bau, 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 bau. Dankeschön, all the people, come around. Wunderbar, da kann ich wenigstens die anderen Sets auch noch öffnen. Ich habe hier nochmal ein bisschen Futter, bin ich losgeworden und krieg wahrscheinlich auch nur Bullshit zurück. Alles gut. Eins von vier Footies Gruppe 1, 2, 3. Bist du gespannt, was dabei rumkommt? Jedda, Marquinhos, Schulz, Sterling. Jedda, na, Marquinhos habe ich den Tots, Team of the Year. Und Jedda will ich eigentlich gar nicht haben. Trotzdem will ich, glaube ich, Ben Jedda mitnehmen oder Marquinhos, ich werde den mal spielen, diesen Marquinhos hier. Ich habe zwar ein Team of the Year, aber ich nehme den mal mit, weil hat leicht bessere Werte nochmal. Vielleicht ist er ja nochmal, ist er auch nochmal besser. Ist doch okay gewesen, die Auswahl. So, die letzten Sets, die öffne ich jetzt noch. Mit dem Shapeshifter, Deutschland, Plastik. Ich öffne die noch. Wir haben heute später angefangen. Ich weiß es. Trotzdem machen wir wie immer, ne? Aber erstmal Sets öffnen. Alles gut. Das ist untauschbar. Ne, guck mal da. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich gar nicht so gefreut. Über Lars Ricken. Und der nächste Chef wird auch nicht nochmal Lars Ricken. Ah, den hab ich doch schon. Daily Blind? Ne, den hab ich doch noch nicht. Ja, jetzt sieht man aber auch in jedem Set wirklich was Gutes hier, ne? Ja, Blind wird wahrscheinlich so einen Wert haben von summa summarum 10k, denke ich mal, ne? Take me away from the earth. Everybody's so fake, everybody's so fake, I swear. But I don't wanna go back there. Everybody's so fake, everybody act yeah, like they care. Take me away from here. Everybody's so fake, everybody's so fake, I swear. Hallo, es ist Tradable. Kann man bitte da irgendwas Gutes drin sein? Herr Moso? Tradable! Oh, was auch immer, woher? I ran away from my mama. Letztes Set für heute, 5,95 plus. Oh, nicht wieder Suarez! Zum zweiten Mal heute! Das darf für euch nicht wahr sein! Warum ziehe ich die Spieler alle doppelt? Gib mir doch mal irgendwas, was ich noch nicht habe. Ein Ronaldo oder so. Ja, Jürgen Kohler. Den habe ich auch noch nicht. Ansonsten 2,85er. Naja.
Ist in Ordnung. Ja, also, alle nicht, aber ganz ehrlich, ja. Ja, wenn da bald noch Leber reinkommt, ne? Wäre ja eigentlich ganz, ganz gut. Wäre ja eigentlich optimal. Warum hat der denn noch keine Karte?